59. Folge zu Let's Play Feed the Beast Ultimate. Wieder bin ich nicht alleine, glücklicherweise. Ich begrüße zum einen den Eragon. Hi. Und zum anderen Holzei. Moinchen. Grüße euch. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon wieder zu Hause. Könnt eigentlich schon langsam mal meine Sachen ablagern. Hab mir jetzt nochmal schnell aufgeladen. Der Eragon, so wie ich das mitgekriegt habe, und das Holzei sind noch. Der Holzei, Entschuldigung. Sind noch im Forestry, also in Twilight. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon wieder nach Hause, hab keinen Bock mehr gehabt, aber ich habe jetzt erstmal genug von diesen Feuerdingern eingesammelt. Die Rauchdinger habe ich leider nicht gefunden, warum auch immer. Joa. Was macht ihr gerade? Ich habe gerade wieder 6 Emerald gefunden. Sehr schön. Ich habe meine Bücherregale gefunden, die ich gesucht habe. Und ich habe keinen Saft mehr auf der Kiste. Hab ich gerade rausgefunden. Natürlich schlecht. Ein Uncrafting Table. Ja, ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Glückwunsch. Kann man den Uncrafting Table nicht auch craften? Nein. Den kann man nur finden. Ja, ich habe auch mal einen gehabt. Kannst du nicht duplizieren? Nein, das geht leider nicht. Man braucht einen Maze Map Fokus angeblich, aber ich weiß nicht, wo man den herkriegt. Doch, ich hatte schon mal einen, aber dann wurde ich gecreeft. Also craften kann man das Ding trotzdem. Wie auch immer. Naja, wie gesagt, ich werde jetzt hier in der Zeit weiterbauen. Und ja, meine Nachbarn sind jetzt 200 bis 400 Meter entfernt. Bis 450 so, ja. Und ja, ich mache dann mal hier langsam mal den Untergrund, mache hier so den Fahrstuhl hin, sodass ich dann halt auf die unteren Ebenen komme. Ich will nämlich so in Richtung Kellerbereich und da beuge jetzt mir so einen schnellen Lüfter hin. Na, das klappt ja so nicht. Ich werde den mal 4x4 machen. Ich würde sagen, dann grabe ich mich erstmal runter. Was macht ihr gerade? Ich bin nur am Toilett. Oh, ich suche immer noch nach Kisten hier, aber ich glaube, ich habe alle ausgelootet. Ich habe jetzt ein paar Stacks Bücher zusammen, das heißt, ich bin auch glücklich. Das heißt, zurück zum Schloss. Ich kann sonst auch noch mal ein paar Bücher mitnehmen, aber das muss ich erst noch einmal nach Hause und abladen. Ja, mucktet. Gott sei Dank. Ja, ich glaube mal auf die Tiefe müsste reichen. Da könnte ich erstmal ein bisschen was bauen. Ja. Aber erstmal muss ich hier die ganze Kacke erstmal auskleiden. Und dazu. Ich werde jetzt ein Cleanstone machen einfach. Das passt auch ganz gut eigentlich, oder? Ihr müsst mir nicht antworten, ist okay. Entschuldigung, gerade voll vertieft in meinem Ja, Gesicht. Okay, stimmt eigentlich. Ja, ich auch. Ja, bei dir ist klar, du bist immer vertieft. Ich brauche meistens unter der Erde. Wow, unter der Erde. Oh, dann bin ich meistens vertieft. So, ja. Also Lorenne, wenn du Langeweile hast, kannst du gerne bei mir mitbauen. Ich hab doch selber meine Projekte. Ja, dein kleines Häuschen da. Ja. Ey, ich mach jetzt gerade einen Schacht, mein Freund. Oh. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir helfen? Ich glaub nicht, dass du dich damit anfreunden könntest. Irgendwie auch nicht. Nee, ich bleib lieber bei meinem Projekt hier. Jo, und ich bin glücklich, hab ein Uncrafting Table gekriegt, 2 Erzmagnete und 18 Verwandlungspulver. Damit hätte ich ausgesorgt. Zum Teil. Ich mach jetzt erstmal Fackeln hin überall, wenn ich was sehe, wo jetzt hier Federnplatz ist. So, das passt schon ganz gut.
geht ja schon ein paar Stufen weit nach unten. Ja. Mache ich denn jetzt meine Front? Wie verziehe ich meine Front? Was hast du denn im Angebot eigentlich so grundmäßig? Ah, noch nicht viel. Also momentan besteht noch alles aus Basalt und Marble. Dann hau noch ein bisschen mehr Basalt drin oder nimm ein paar Cleanstone-Streifen oder so. Das würde auch ganz gut aussehen. Bestimmt. Das hatte ich auch schon überlegt, mit Grau noch zu arbeiten. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Oder hau was schönes Braune drin. Das passt auch ganz gut. Nee, Braun mag ich nicht so gern. Ich weiß nicht, in welchem Themenbereich liegt denn deine Burg eigentlich? Freie künstlerische Gestaltung. Nein, ich meine jetzt, wie gesagt, jetzt ein bisschen so, dass es professionell klingt. Es soll alles so ein bisschen nach Mittelalter aussehen und so. Dann mach Rot drin. Ja. Okay, dann hast du zwar die vorherrschende Farben Schwarz-Weiß-Rot, aber nee, kannst du nicht bringen. Nee, das wäre nicht gut. Außerdem, meine Dächer sollen mit roten Ziegelsteinen werden und mein Eingang ist auch schon mit roten Ziegelsteinen. Nee, das mit dem Grau, das werde ich, glaube ich, machen. Probier es am besten mal in der Ecke aus und wenn es dir nicht gefällt, machst du was anderes. Hast du ja recht. Aber ich werde meinen Eingang komplett umbauen, sehe ich gerade, ist zu eckig. Ja, den reiße ich ab. So, jetzt mache ich hier erstmal den Kellerbereich. Ist auf jeden Fall sehr tief. Also kann in jeder Wohnung, die jetzt hier irgendwo in der Nähe ist, auch noch einen Keller machen. Und dann ist es gut. Aber wir könnten ja unter den Städten so eine Bahnverbindung noch machen, ne? Griefer, ihr fahrt. Du weißt, wie schnell das geht. Ja, hast auch recht. Wir müssten alles mit Warded Stone abgleichen. Das ist echt eine Scheißarbeit. Den kann ich herstellen, das ist nicht so das Problem. Du bist nicht der Einzige, das können wir zusammen machen. Also. Da wäre ich sogar für. Ja, dann machen wir eine Bahnverbindung. Dann kann ich nämlich auch den Spawn damit verbinden, nämlich. Dann mache ich nämlich den Bahnhof zum Spawnpunkt. Oh, das ist eine geile Idee. Genug Platz hätten wir hier. Ja, bei uns Stadtmitte kommt ein Marktplatz hin, das weißt du, ne? Mhm. Da sollen ja die ganzen öffentlichen Gebäude noch hin. Also ein Advanced Diamond Drill kann man nicht uncraften. Nee, wenn der verzaubert ist, sowieso nicht. Jetzt habe ich einmal zu weit gebuddelt. Nur weil ihr mich jedes Mal ablenkt. Oh, eine Dose Mitleid. Ah, danke schön. Ah, von mir gibt's zwei Dosen, weil ich schon cool, noch mehr Dosen. Jetzt kann ich Dosenpfand abheben. So, wie tief haben wir jetzt hier? 3, also müssen wir auf 4. Ja, passt. Ah, das ist schon zu viel, aber ist egal. 1, 2, 3, 4. Oh ja, das wird ein geiler Spaß, hier die ganzen Räumlichkeiten hier auszugrenzen. Ja, Leute, habt ihr Lust ein bisschen zu buddeln? Ich glaube, wir sind mit unseren eigenen Projekten beschäftigt, lieber Lorende. Das habt ihr mal nicht so, mein Freund. Ja. Ich werde hier erstmal so viel machen, dass ich erstmal hier einen Tanksäuer hinsetzen kann erstmal. Ja, das dauert jetzt ein bisschen hier mit dem Keller ausheben. Aber hier kommt die ganze Versorgung hin. Zumindest was den Tank betrifft. Vielleicht noch ein bisschen Elektronik und dann noch vielleicht einen kleinen, wie nennt man das da am besten? Terminal. Du warst gerade ganz abgehackt. Echt? Bei mir auch. Ja. Ja. Hat nur Terminal gehört.
Okay, hoffentlich ist es so nicht in der Aufnahme. Eigentlich nicht, weil die Aufnahme ist ja nicht an der Verbindung abhängig. Glücklicherweise. Nee, ich hab bloß gemeint, ihr habt hier, ich werde ein bisschen Elektronik in dem Keller, hauptsächlich die Tanks und so alles hier drin klatschen und dann ist gut. Weil ich glaube nicht, dass Eve das mag, wenn ich hier das Ganze zum Industrielände mache. Verständlich. Ich will auf jeden Fall eine richtig schöne Bergstadt haben. Also kein Freebuild, keine Baumhäuser, kein gar nichts. Wirklich eine Bergstadt. Deswegen Hohenheim. Und irgendwas Majestätisches müssen wir noch hier hinzaubern. Kommt aber alles noch in Planung. So, und ich werde jetzt hier erstmal gucken. Könnte sein, dass das Glas doch nicht langt. Was? Dann kommst du einfach nochmal. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal am Bauen sein. Am besten, ich mache da auch noch eine Kiste außerhalb fertig, wo du dich immer mal bedienen kannst wegen Glas. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Walled Stone. Für die Gleise kann ich zum Beispiel sorgen. Jo, ich baue gerade die Mobfarm. Dann kann ich für die Gehirne sorgen für den Walled Stone und ja. Apropos glaube, Mobfarm. Dass das noch nicht funktioniert. Apropos was Mobfarm. Ja. Ja. Mobfarm. Eragon, profitiere ich denn auch von der Mobfarm? Bis ich meine eigene habe, denn mal? Ja, ich kann dich als Freund adden. Sehr geil. Mach ich dann mal. Wie gesagt, nur wenn du willst, wenn du es mir gestattest. Sag mal Bescheid, wenn die steht. Dann schmeißt die mal bitte an. Mich würde das interessieren, ob die jetzt das Problem mit Chunk 0.0 schon geregelt haben. Jo. Wieso, was hat denn das mit Chunk 0.0 zu tun? Wir hatten ja das Problem, dass sich ganz viele Items erst gesammelt haben bei Chunk 0.0. Dann haben sie da einen großen Lavasegen gemacht. Der hat dann den Server fast zum Abkacken gebracht. Ja, die Schicht habe ich auch damit gekriegt. Ja, genau. Dann haben sie da jetzt irgendwas anderes. Haben sie den Chunk irgendwie gesperrt, zugebaut oder sonst irgendwas. Klar. Nur das Problem ist, dass da jetzt so viele Skelette spawnen und da irgendein neuer Bug entstanden ist, dass die ganzen Mobs, die hier in der Hauptwelt sind, nichts mehr spawnen, also nichts mehr droppen. Oh. Also ich habe nämlich in Smallville noch, in der Mobfarm, einmal Skelette reingemacht, weil ich Knochenmehl haben wollte und hab keinen einzigen Knochen abgekriegt und hab tausende von den Viechern umgebracht. Deswegen weiß ich nicht, wie weit die da jetzt schon vorangekommen sind. Okay, das klingt wirklich kritisch. Ja. Hatte Chris schon drauf angesprochen, aber der schreibt momentan ein paar andere Plugins. Hier unser Admin-Kumpel hier, ja? Ja, genau. Der liebliche mit der hohen Stimme. Genau. Holper, hast du zufällig ein Transformer-Upgrade? Nee, ne? Rein zufälligerweise haben wir in unserem Stadtshop noch Transformer-Upgrades. Kannst du gerne kaufen? Nee, jo, ich kaufe mir da meinen. Ich kann ja so drauf zugreifen. Ach so, okay. Ah, da hat der Eragon aber wieder Schwein da. Ja. Ah. Glück wie sonst was. Dann kann ich meinen Elektroofen nicht betreiben und dann heißt es auch Mopfern. Dauert wieder länger. Dann hast du von unserem Helpbot schon was mitgekriegt, den wir jetzt bekommen. Ja, habe ich schon mitgekriegt gehabt. Ja, aber der gibt noch falsche Antworten. Nein, ja, der ist noch nicht verfeinert, aber ist schon ganz lustig. Also für ganz dumme Fragen funktioniert der schon zum Beispiel. Zum Beispiel, warum liegt hier Stroh? Nee. Er sollte deine Antwort einprogrammieren, weil wegen ISO akzeptierst. Ey, den kannst du leider nicht verstehen, Ira, da bist du noch zu jung für. Oh ja. Ja, Kenner von euch, die jetzt hier zuschauen, ihr wisst durch, was ich meine. Googelt es einfach. Aber ich hafte nicht das für mal, euch. Ira googelt schon. Boah, nee, geil. Noch renne ich hier rum. Aber warte, bis wir die Aufnahme beendet haben, bitte. Jetzt muss ich nachgucken. Genau. Und was macht dieses verdammte Schwein auf meinem Grundstück?
Warum liegt hier Stroh? Kleine Klappspaten. Das ist wieder das beste Beispiel. Warum liegt. Wow, hier ist ja Wasser! Wie kommt denn hier Wasser hin? Ich werd bekloppt. Monsieur Eragon. Halt mal still. Alter, warum ist hier Wasser? Wer hat hier Wasser hingemacht? Jo, danke. Jo, noch besser. Ja, ich hab noch ein paar Overclocker mit reingepackt, ja. Als rundum sorglos All-Inclusive-Paket. Ich glaube, ich muss meine rauchen. Ja, deine Stimme lässt schon wieder ein bisschen nach, wa? Ja, ich merke das selber schon. Oh, cool. Hier habe ich kein Signal mehr. Aber die Zeit ist ja auch schon, ne, voran. Ja, ist schon wieder sehr spät. Oh ja, beim Ausheben, da wird jetzt einiges fallen hier. So, und jetzt habe ich vergessen, wofür ich den Electric Furnace überhaupt brauchte. Weil du irgendwas mit dem Dings machen wolltest? Kohle? Ja. Nee, nicht Kohle. Eisen? Refine Iron, das kann sein. Ja, sag doch. Du kannst auch den Electric Furnace bei Ligi nutzen. No. Hast du gerade. Nein, hast du nicht. Hoffentlich. Der ist nämlich absolut overclockt. Ein Stack rein, fertig. Ja, so hatte ich meine auch stehen, bevor Tag X war. Das war vor. Tag des jüngsten Gerüchts. Ja, aber richtig. Also eingeschlagen ist es da alles. Unowned, alles klar, hier kann ich ja so noch ran. Eragon, du brummst schon wieder gewaltig. Erdkartenkeks. Nee, ich glaube, der hat sich das Ding angeguckt. Deswegen brummt er auf jeden Fall. Mensch, Eragon, erwischt. Aber bitte keine obszönen Geräusche machen. Ja. FPS steht ja für Fps per Second, ne? Genau. Hört man aber nicht bei mir Hintergrundgeräusche? Ich lasse jetzt die ganze Zeit laufen gerade. Nö, meine ich nicht. Cool. Läuft. So, Autospawner. So, dann müssten wir hier. Ah, hier ist schon Everance Ding. Okay, dann werden wir hier mal nicht weitergraben. Gut. Dann haben wir das umgeklärt. Oh, bitte hilf mir jemand die Fenster bauen. Kein Spaß. Ja, kann ich morgen machen, wenn ich wieder da bin. Wo ist denn der Ofen bei Ligi? Oberste Etage. Wenn ich darauf zugreifen kann? Ach ja. Ja, warte, ich komm rüber. Da musst du mit dem kleinen Fahrstuhl, den ich unter Wasser gesetzt habe, hochfahren. So, ich musste dir alles auf jeden Fall noch auslöschen. Bist du? Ich hab grad genießt, Entschuldigung dafür. Monsieur Eragon. Ja. Wo bist du? Ich bin schon drin, aber ich komme nicht hoch. Sag mal nicht dazu. Alter, du musst auch alles zweideutig sehen. Du bist sehen, auch oder? Unten reingegangen, ne? Ja, das ist natürlich ja. Auch selten dämlich. Ja, komm mal mit. Es sieht auch so geil, jetzt ehrlich. So, Etage höher hier, Sachen, da gibt's nämlich schon einen Balkon. Ich bin der blöde, oder was? Genau, und dann nicht den Fahrstuhl, sondern den hier hinten. Ach Gott, wie viele Fahrstuhle hat liegt hier eigentlich? Frei. What the f. Ach scheiße, boah. Ja, wir haben ja. Ah, verdammt. Warte, ich stell den Ofen eben auf. Ja, das frage ich mich auch gerade. Das nutzt der ja ein bisschen aus, oder? Geringfügig, aber da kannst du mal so einen See im Nether innerhalb von 5 Minuten leer pumpen. Das ist schon ganz lustig. Ja. Eine so. Frage jetzt mal wieder. Mhm. Kennt ihr jemand von euch mit Musikprogramm aus? Welches? Irgendeines. Hauptsache, ich hab denn jemanden, der mir so Hintergrundmusik machen kann. Für meine Videos, weil das ist ja sonst ein bisschen eintönig. Wenigstens irgendwas, was ich so als Dauerschleife so abspielen lassen kann. Ja, ich kann ja auch singen. Plug-DJ zum Beispiel, da legt öfter mal einer auf oder gibt's auch öffentliche Channels.
Da kannst du reingehen und dann hast du eigentlich immer durchgehend Leute, die da auflegen und ein bisschen Musik machen. Ja, aber es ist nicht immer angebrachte Musik für ein Let's Play. Deswegen, es gibt ja öffentliche Channels, wo Nein, bestimmte Musikrichtungen nur gespielt werden. bei solchen Dingern hier zum Beispiel hier, wo ich dann eine Datei habe, die ich dann wenigstens mal so eine halbe Stunde laufen lassen kann, die ich dann einfach wieder immer nur was Neues abspielen lassen kann. Wie zum Beispiel in Minecraft, da gibt es ja nur so selten Musik und es ist sonst so eintönig. Und das kann ich gar nicht so lassen. Ja, Ich habe dann jetzt schon nimmst du einfach ein Set. Sag mal, Holzei. Warte mal Warum kurz, spielt ihr? Ära, Ja. kurz. Dann nimmst du dir ein Set bei YouTube oder irgendwas, da gibt es ja längere Sets, die du abspielen kannst, die auch mal eine Stunde gehen oder einfach nur 20 Minuten oder sonst irgendwas und dann spielst du die ab. Legal? Legal, ja, natürlich. Gut, weil ich will meine weiße Weste hier in solchen Let's Play-Szenen behalten. Was denn? Ich hab noch nie gemogelt hier. Ich habe auch nicht Nein. hier bei irgendwelchen anderen Channels oder so Werbung für mein Channel gemacht, ja. Wollte ich eigentlich alles nie machen. Werde ich auch nie. Zumindest nicht absichtlich. Hier sind gerade die Kabel explodiert. Was? Nur weil ich gesagt habe, dass ich keine Werbung auf anderen Channels mache? Nein, Ligi hat unseren Generator auf 4000 EU gestellt und Geil. ich habe da gerade was angeschlossen. Ich habe gehofft, dass der Ofen noch steht. Super. Du, Ära, Holzei, da habe ich aber eine Frage. Warum schließt an das Teil nicht ein Meta-Verband? weil wir das noch vorhaben, aber noch nicht so weit sind. Jetzt schmeiß rüber, was du gebrannt haben möchtest. Ich könnte wieder sagen, aber ich lasse es lieber. Oh, ist das herrlich, ey. Jeder, der ein bisschen Grips hat, der würde es verstehen. Aber gut, okay, ich werde jetzt hier erstmal ein Dann bisschen auch was davon weitergraben. im Strom eventuell haben? Und Weil, ja, eine Menge. ich werde andauernd überhört. Weiß nicht. Ira, Ja, stell Ära mich ruhig. quatscht immer so gerne dazwischen. Ja, der hat ein Talent dafür. Nein, Ira, stell mich mal lauter. Bitte. Aber wie gesagt, wir werden dann in der nächsten Folge weiter gucken. Vielleicht habe ich dann auch schon wieder ein bisschen vorher gearbeitet. Vielleicht ist dann auch schon hier die Werkstatt fertig. Und vielleicht haben wir auch schon ein neues Bauwerk hier angefangen. So, von mir aus war's das erstmal wieder. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Lasst euch gut gehen und haut rein. Tschüsse! Tschüss. Tschüss.